Ja, Freunde, viele haben mich gefragt nach diesem ultra kuriosen Spielabbruch gestern von Brasilien gegen Argentinien, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht, wie wird das Spiel denn gewertet? So unentschieden oder weil es wurde zur sechsten Minute beim Stand von 0-0, soweit ich weiß, abgebrochen und da kamen die Mitarbeiter von der Gesundheitsbehörde auf einmal aufs Spielfeld oder an den Spielfeldrand und das Ganze dann beendet. Sogar die Bundespolizei war auch vor Ort und so, das war ja ein riesen Ding. Aber wie wird es jetzt weitergehen? Also es gibt da diverse Medien, die der Meinung sind, dass Argentinien das Spiel wohl verlieren wird, weil ja theoretisch Spieler von Argentinien oder die argentinische Mannschaft gegen Gesundheitsprotokolle verstoßen hat und das die einzig richtige Entscheidung laut dieser Medien, wie The Athletic zum Beispiel, schreiben, wäre dann, dass die FIFA den Sieg Brasilien gibt. Okay, es gibt andere, die sagen, ja, es wird ein Wiederholungsspiel geben, aber da schreibt zum Beispiel El Globo, bei allen Verschiebungen wegen der Pandemie gibt es keinen freien Termin, es wird kein neues Spiel geben. Also die FIFA hat jetzt angekündigt, es wird eine baldige Entscheidung geben. Ich persönlich fände es am fairsten sportlich gesehen, wenn es ein Wiederholungsspiel gibt, weil ich meine, es war die sechste Minute oder siebte Minute, es war jetzt nicht irgendwie 5-0 schon für eine Mannschaft. Also ich finde, das nochmal neu zu spielen wäre das fairste. Ich glaube aber so persönlich, dass ich mir vorstellen kann, dass die FIFA den Sieg einfach in Brasilien gibt, damit es auch keine weiteren Terminprobleme geben wird. Aber tja, da bin ich, wie gesagt, auch mal sehr, sehr, sehr gespannt, meine lieben Freunde. Was seid ihr, wie sollte man das Ganze werten? Neu spielen oder Argentinien hat Schuld, weil ihre Spieler gegen diese Einreisebestimmung verstoßen haben? Was ist eure Meinung? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.